Ja, Freunde, bevor das Video startet, ich habe mich an meiner Kamera herumgespielt, irgendwelche Sachen verstellt und dementsprechend schlecht sind teilweise die Sequenzen. Keine Ahnung, ich hoffe, ich habe die Einstellungen jetzt wieder gefixt, aber wie gesagt, ein paar Aufnahmen sind halt relativ unscharf. Ich hoffe, es stört euch trotzdem nicht. Viel Spaß mit dem Video. In 3, 2... Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, lange hat es gedauert, heute ist es endlich soweit, der Tag ist gekommen und ich kann euch endlich mein Baby vorstellen. Nice, Digga. Nach meinem offenen Kleiderschrank, das ja für mich immer ein Traum meines Lebens war, den ich mir ja vor 2 Jahren, als ich hier eingezogen bin, erfüllen konnte, hat es wirklich, ja, 2 Jahre gedauert, bis ich auch endlich meinen offenen Schuhschrank mir erfüllen konnte. Ebenfalls eine Maßanfertigung, auch das wurde angefertigt. Geht sich sonst nicht anders aus, die Decken sind in dieser Altbauwohnung relativ hoch mit 3,70 Meter, also kann man hier kaum etwas Fertiges bekommen. Und Maßanfertigungen sind natürlich immer passend und individualisiert angefertigt für den Standort, wo es auch hinkommt. Und genauso ist es auch mit meinem Schuhschrank. Ich bin froh, dass das endlich funktioniert hat. Ihr wisst ja, wie ich in alten Videos immer wieder gezeigt habe, war die Schuhsituation, also die Art und Weise, wie meine Schuhe hineingestellt waren, sind einfach nur in Kartons gelegen. Und der Rest war in so kleinen Schuhschränken drin. Also fürchterliche Katastrophe, gerade für einen Sneakerliebhaber wie mich. Muss natürlich das Ganze präsentiert werden, am besten auch mit einem Licht. Aber ich will gar nicht mal länger quatschen. Wir werden uns das gemeinsam ansehen. Einige von euch haben es ja schon gesehen, also für all jene, die bei meinen Daily Vlogs dabei sind, wer es nicht mitbekommen hat, ich habe einen Zweitkanal gegründet. Hier kommen täglich Videos von mir aus meinem Leben gegriffen. Erster Link in der Infobox, da ab jetzt nichts mehr verpassen. Ich will aber auch gar nicht mehr länger quatschen, wir schauen uns das Ding einfach an, würde ich sagen. Let's go, ich freue mich. Man sieht es an meinem Grinsen, ich freue mich. Im Blogging-Style geht es jetzt weiter. Meinen Kleiderschrank muss ich, glaube ich, nicht mehr großartig präsentieren. Den kennen die meisten von euch. Wer noch nicht kennt, habe ich jetzt hier oben nochmal einen Link zu meinem Kleiderschrank. Habe ich erst vor kurzem ein Update gemacht. Wir gehen jetzt durch das Wohnzimmer weiter in den Vorraum. Die Lichtverhältnisse sind zu dieser Zeit eigentlich ganz gut. Und ich gehe da nicht so weit rüber. Man sieht sonst zu viel. Also die meisten Schuhe standen in diesem kleinen Schuhregal drin. Der Rest war in Kartons verpackt. Und das war natürlich auch kein Zustand für die Schuhe. Ich habe hier eine ganz normale Umkleide mit so einer Sitzgelegenheit, wo man auch Schuhe hineinstellen kann. Hier werden die Jacken aufgehängt. Hier oben habe ich dann noch 2 Regale mit Körben. Wer aufmerksam ist, kann erkennen, dass diese Regale jetzt eine andere Farbe haben. Warum haben die eine andere Farbe? Ganz einfach, weil mein neuer Schuhschrank in diesen Farben erstrahlt. Ich muss da weit nach hinten gehen, damit man das Ausmaß der Größe überhaupt fassen kann. Am besten, ich mache überhaupt einmal die Tür auf. So, ich hoffe, ich sperre mich jetzt nicht aus, aber wenn ich jetzt hier nach hinten gehe, kann man dann erstmal erkennen, wie fett dieses Ding eigentlich ist. Ganz nach oben zu diesem Bogen wird der komplette Platz ausgenutzt. Einzelne Fächer sind hier daraus gewonnen worden, bis hinauf zu diesem Bogen eben, was dann relativ schwierig war, auch für den Tischler, der es angefertigt hat. Wie man an der Form von dieser Einbuchtung in der Wand schon erkennen kann, reicht hier kein normales Schuhregal, sondern um wirklich den kompletten Platz auszunutzen, muss natürlich eine Maßanfertigung her. Wir haben hier Ausmaße von ca. 3,20 Meter. Die hier ganz nach oben gehen und gerade dieser Bogen, wie eben schon erwähnt, macht es schwierig, hier normale quadratische Fächer einzubauen. Wir haben den Platz komplett genutzt. Also wie ihr sehen könnt, wir haben hier immer 3 Fächer, wo einzelne Schuhe drinnen stehen. Von Yeezy bis zu Nike Off-White, bis hin zu den Travis Air Force, Nike Sakai, dann natürlich Nike Element, wieder React, ein paar besondere Reebok. Hier oben geht es dann wieder weiter mit Adidas, Balenciaga sieht man hier noch und hier oben stehen dann noch ein paar besondere Adidas, die ich aber glaube ich noch nicht gezeigt habe. Auf die Schuhe selbst werde ich dann später nochmal eingehen. Vorher sehen wir den Kasten aber nochmal genauer im Detail an, denn hier sind einige Details versteckt, die man nicht erkennen kann auf den ersten Blick. Wie zum Beispiel der Hintergrund, liebe Freunde. Normalerweise wäre ja hier eine weiße Wand, so wie hier zu sehen, aber im Hintergrund selbst wurde so ein Parkett. Boden, ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll, aber so eine Art Parkettboden verwendet, die diesen Art Weinkisten-Look hat. Also wir sehen hier einzelne, ja, eingebrannte Gravuren. Hier steht, glaube ich, sogar Wein auf Englisch geschrieben. Also das ist ein besonderer Parkett, der verwendet wurde, um dem Ganzen so einen alten, eigenen Look zu geben. Was einfach perfekt in meine Wohnung passt, dadurch, dass es Altbau ist und alles in diesem industriellen Look gestaltet wurde, wie man es auch in meinem Zimmer erkennen kann. Eine Roomtour habe ich hier nochmal verlinkt, wer meine ganze Wohnung abchecken will, ist aber noch nicht fertig. Ja? Also hier oben hängt zum Beispiel noch nicht mal eine Lampe. Ah, genau, über mir. Also ganz fertig ist die Wohnung noch nicht. Auch wenn ich 2 Jahre drinnen wohne, wer schon mal wo eingezogen ist, weiß, gewisse Dinge schleppen sich einfach über die Zeit. Und man ist schon fast wieder am Ausziehen, wenn die Wohnung überhaupt fertig ist. Aber ich will gar nicht mehr länger labern. Zurück zum Schuhschrank. Also wie man schon sehen kann, wir haben hier einen besonderen Hintergrund verwendet, der sich wirklich bis ganz nach oben zu diesem Türbogen zieht. Diese Fächer, die hier gebaut wurden, sollen auch an diesen Weinkisten-Style erinnern, aber gleichzeitig auch ein Stilbruch mit diesen Paletten. Ursprünglich
Ursprünglich hatte ich ja vor, den Kasten komplett aus Paletten zu gestalten. Das hat sich aber dann nicht so einfach umsetzen lassen. Deswegen erinnern einfach diese Paletten da unten so ein bisschen an diesen Style. Und in der Kombination mit diesen Weinkisten und auch diesem eigenen Hintergrund gibt es so einen ganz besonderen eigenen Look, den ich mir wirklich gewünscht habe. Jetzt seht ihr auch, warum diese Regale neu umgestrichen wurden. Einfach damit sie farblich auch zu diesem Holz passen, weil dieses helle Holz hätte sich dann einfach gebissen mit dieser Farbe. Auf den ersten Blick auf jeden Fall schon mal ein Eyecatcher, gerade wenn man reinkommt und wenn eine Kleinigkeit, auf die ich dann später nochmal zu sprechen komme, eingeschalten wird, das dem Ganzen nochmal wirklich so einen Wow-Effekt verleiht. Bevor ich euch das aber zeige, möchte ich euch zeigen, was es mit diesen Paletten da unten auf sich hat. Denn die sind nicht einfach nur, um eine Lücke zu füllen, da hätte ich auch ganz normale Fächer reinmachen können, sondern um die Schuhe, die nicht unbedingt präsentiert werden sollten, weil sie nicht zu meinen schönsten oder gehyptesten Sneakern gehören, einfach sichtschutzmäßig zu verstauen. Auch hier haben wir einen kleinen Sichtschutz, der im gleichen Look wie dieser Hintergrund gestaltet ist, um einfach hier nicht reinsehen zu können. Denn dieses Ding bietet Stauraum für all die Schuhe. Wenn ich das jetzt einfach mal an diesen Griffen herausziehe, ja, da spießt sich schon, weil einfach so viele Schuhe drin sind. So, jetzt aber. Dann kann man jetzt auch sofort erkennen, dass hier trotzdem noch der Hintergrund ist und dass diese Lücke einfach gefüllt wurde mit diesen Paletten, die gleichzeitig eine Truhe sind. Wie funktioniert das? Ich öffne das Ding jetzt einfach mal und dann kann man schon erkennen, dass es wirklich bis zum Rand voll ist mit Schuhen. Also hier habe ich wirklich alle Schuhe, beziehungsweise die meisten Schuhe, die ich nicht anziehe, versucht zu verpacken. Es geht hier wirklich bis ganz nach unten, also von Timberland, so richtige Bergsteiger, ich glaube, die haben einige von euch zu Hause, bis hin zu den Adidas D-Rubbed oder einfach nur Nike-Schlapfen. Nike-Schlapfen, mir fällt das deutsche Wort nicht an. Hier natürlich noch, ja. Ich würde sagen, diese bunten Nike-Schuhe sind ein Relikt aus alten Zeiten, die waren damals cool, alles in schwarz und nur die Schuhe relativ flashig, das war damals cool. Die Schuhe versuche ich da so gut wie es geht reinzupacken. Man sieht ja auch schon, dass hier auch einzelne Converse herausleuchten. Die habe ich wirklich in allen Farben und Variationen. Insgesamt 15 Stück oder so. Das Ganze wieder zuzubringen ist natürlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Da habe ich länger gebraucht, um das zu schaffen, weil hier einfach viel zu viele Schuhe drinstecken. Ja, sogar der Laie kann erkennen, dass das nicht ganz zugeht, weil da einfach zu viele Schuhe drin stecken. Dieses Ding hat aber nicht nur die Funktion, hier Schuhe zu verstecken, sondern dient gleichzeitig auch als Step-Up, um Schuhe zu erreichen, die sich weiter oben befinden, wie hier zum Beispiel. Man kann hier auch erkennen, hier liegen einige Schuhe noch verstaut, weil wirklich jeder Stauraum genutzt wird. Weil da oben kann man nicht erkennen, dass da noch einzelne Schuhe dahinter liegen. Es gehen sich logischerweise nicht alle Schuhe aus, aber allein dieser Step-Up ist schon mega praktisch, damit man ganz nach oben kommt. Ich gebe das jetzt einfach mal wieder rein. So, und jetzt ist das Ganze wieder verstaut und schafft einen cleanen Look, passend zu dieser Garderobe, die schon vorher da war. Manche von euch, die genau aufgepasst haben, haben entweder schon diese Fernbedienung gesehen oder einzelne Verkabelungen. Und natürlich muss es, wie bei meinem Kleiderschrank, auch schon beleuchtet sein. Ich habe es jetzt in dieser Farbe Rot eingestellt, es verschafft einen richtig nice Look. Vor allem müsst ihr euch das vorstellen, wenn ihr direkt hier hereinkommt. So, ich darf mich jetzt nicht aussperren. Dann sieht das Ganze so aus und es begrüßt euch gleich mal dieser Schuhschrank. Wirklich, wirklich nice. Ein toller Eyecatcher. Und das ist mein Schuhschrank bei Nacht. Wie man jetzt gut erkennen kann, hebt die LED-Beleuchtung die Schuhe in einem besonders guten Licht hervor. Mit dieser Fernbedienung kann ich die einzelnen Farbtöne einstellen, wie zum Beispiel Rot oder Blau. Violett finde ich auch sehr nice. Oder einfach weißes Licht, das natürlich dann auch perfekt zu den weißen LED-Lichtern hier passt. Aber wie ihr auf der Fernbedienung gesehen habt, gibt es noch viele verschiedene Farben. Aber gerade diese Beleuchtung, so wie ich sie bei meinem Kleiderschrank auch habe, ist einfach das, was diesen Kaufhaus-Look zu Hause ebenfalls nachstellt. Und das ist das, was ich einfach feiere. Wenn ich in meinen Schuhschrank oder in meinen Kleiderschrank gehe und mich so fühle, als wäre ich gerade in einem Kaufhaus und würde mir die neuesten Pieces holen. Kann ich nur schwerstens empfehlen. Kostet wenig Geld mit diesen LED-Streifen. Ich habe in meinem Kleiderschrank habe ich keinen LED-Streifen, da habe ich Röhren, also so richtige Neonröhren verwendet, um wirklich mehr Licht zu bekommen. Gerade wenn Klamottenstücke davor hängen, dann wird das meistens so abgedimmt, das Licht, und in diesem Fall reichen solche LED-Streifen. Ja, zu den Schuhen, was ist da noch zu sagen? Die meisten Schuhe kennt ihr ja schon. Adidas Yeezy 700, die ich sehr, sehr gern trage. Perfekt für den Winter habe ich natürlich hier die Yeezy 500 Salt, sehr, sehr nice. Ein sehr bequemer und warmer Schuh für den Winter. Schuhe, die für einige schon out sind, was ich absolut nicht verstehen kann, weil er für mich einfach zu den schönsten Schuhen gehört, die Adidas jemals herausgebracht haben. Die Ultra Boost Triple White, sehr, sehr bequem, einfach schön. Sieht für mich aus wie ein Sportwagen und trage ich immer noch sehr, sehr, sehr gerne. Werde ich mir auch wahrscheinlich nochmal holen. Der Klassiker, einer der ersten Yeezys, die herausgekommen sind nach den V1, war der erste V2. Mit diesem grünen Streifen hatte ich auch mal in Rot, wurde aber beim Diebstahl
beziehungsweise beim Einbruch entwendet. Dann, die kennt jeder von euch, die Yeezy Static, auch ein sehr, sehr nicer Schuh, wie ich finde, sehr clean, passt zu jedem Outfit fast dazu. Natürlich auch die Adidas Yeezy Zebra, die ich auch ab und an gern nochmal trage, die sind vom zweiten Release. Ihr kennt aber natürlich auch meine Prestos, sowie meine Blazer, Halloween's Eve, die habe ich mir jetzt neu geholt. Dazu habe ich einen Vlog auf meinem Zweitkanal hochgeladen, wo ich mir die gekauft habe, das ist ein Mini-Shopping-Vlog, also wer vorbeischauen möchte, hier oben nochmal verlinkt. Auch sehr, sehr nice in diesem Schlangenleder-Look. Natürlich kein echtes Schlangenleder, weil ich mir auf Instagram geschrieben habe, ob das mein Ernst ist. Die habe ich für 100 Euro bekommen, zahlt sich auf alle Fälle aus, passen auch zu sehr vielen Outfits dazu und haben einfach einen Eyecatcher mit diesem Schlangenleder-Optik-Swoosh. Ja, meinen extrem gerockten Air Force Volt von Off-White und Nike, dann nochmal natürlich die Air Force von Travis Scott, hier meine extrem gerockten Sakai Nike. Ich habe extrem viele Nachrichten bekommen, ob das mein Ernst ist, dass die Schuhe so furchtbar schmutzig sind, aber ganz einfach aus dem Grund, liebe Freunde, Schuhe sind zum Tragen da. Wenn man in den Club geht, werden die irrsinnig schnell schmutzig. Die werden jetzt aber alle in einen Karton verpackt und dann gehen die direkt raus zum Sneaker Cleaner und hoffentlich wird dann nochmal das Beste rausholen können. Aber gerade bei diesem Off-White Air Force Volt ist halt die Chance, dass man das nochmal retten kann mit diesem Material, was hier eingebracht wurde, irrsinnig klein. Also ich glaube nicht, dass das nochmal funktioniert. Der wird nie wieder so, wie er mal war. Aber ja, wer die Schuhe zum Fort genannt sieht, muss mit sowas rechnen. Dann habe ich hier nochmal Reebok. Die habe ich mir in New York gekauft und kein einziges Mal getragen. Finde ich aber nice, weil sie so einen eigenen Look haben mit diesen gepunkteten auf diesem schwarzen Gummi und diesen Camouflage in Grau und Beige. Die habe ich persönlich erstellt. Hier steht, glaube ich, auch irgendwo MAM drauf, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, hier kann man es lesen. Die habe ich selbst angefertigt und ich glaube, einmal getragen. Nike React Element, auch die müssen unbedingt mal gereinigt werden. Die sind schon ziemlich getragen worden, aber immer noch ein sehr nicer Schuh mit diesem durchsichtigen Material. Dann hier oben, ihr kennt natürlich meine Speed Trainer von Balenciaga. Hier sind nochmal Adidas Tubular, die ich mir ebenfalls in New York geholt habe. Das war ein irrsinniger Kampf, die zu bekommen, aber auch heute feiere ich die noch, ziehe ich aber kaum noch an, obwohl die wirklich sehr, sehr schön sind. Das war so direkt nach dem Yeezy der erste Knit-Look und ja, finde ich immer noch extrem nice, diesen Schuh. Und hier oben finden sich dann noch einzelne Adidas-Schuhe wieder, wie der Ultra Boost Uncaged oder der Adidas Boost oder Bounce, Adidas Bounce. Den habe ich mir damals für 180 Euro geholt. Das war mein allererster Parkour- und Freerunning-Schuh. Den habe ich mir geholt wegen der guten Dämpfung. Hat sich aber dann nicht wirklich bewährt, den als Freerunning-Schuh zu tragen. Aber trotzdem immer noch ein sehr nicer Look mit diesem Metallic. Gefällt mir auch heute noch, ziehe ich aber ebenfalls kaum noch an. Das waren aber nicht alle meine Schuhe, Freunde. Ein paar habe ich noch verstaut. Werde ich vermutlich auch weggeben. Irgendwo in den Altkleiderkasten. Ihr kennt mich. Ich spende diese Schuhe immer, anstatt sie zu verkaufen. Ich sehe mal so, dass ich einiges wieder loswerde, denn das fühlt sich richtig gut an, wenn man nicht mehr so viel Kram bzw. klumpert, wie man in Österreich sagen, zu Hause. Das war's von meinem Schuhschrank, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, was euch am meisten gefällt an diesem Schrank, welcher Schuh vielleicht euch am besten gefällt, würde mich auf alle Fälle interessieren. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video. Schaut auf alle Fälle bei meinem Blogging-Kanal, erster Link in der Infobox vorbei. Da gibt es täglich Videos und da seid ihr auch die allerersten, die neuesten Infos bekommen. Und diejenigen, die hier am Start waren, waren auch dabei, wie dieser Schuhschrank gebaut wurde, haben alles von Anfang an mitbekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's von mir, euer Maximilian.